Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag heute hier im Studio. Ja, von Silbermond praktisch. Ist ja nicht unser Studio, ist ja eigentlich das von Ingo und Bernd. Aber wir nehmen zumindest hier auf. Das erste Wichtige, was man im Studio braucht, ist eine Kaffeemaschine. Das ist das allererste, was wir früher morgen machen. Ein voller Kaffee drin. Warte mal. Kommt noch mehr. Espresso, gerne mal gesehen, ja. Ich kann das ja auch mal demonstrieren. Dann drückt man hier drauf. Komm bitte. Und da kommt einfach so ein Espresso raus. Ja. Also ich würde sagen, das sieht noch besser aus als vorher. Ja. Okay, Operation erfolgreich. Ich bedanke mich. Für ja. Also das Studio ist schon ein sehr wichtiger Punkt, ganz klar, weil da halt einfach die Musik, die man macht, aufgenommen wird. Und es ist eigentlich ein schöner Kontrast zu dem, was man die letzten Jahre erlebt hat, weil man war auf Tour, man war viel unterwegs, jeden Tag in einer anderen Stadt, und jetzt hat man wieder so einen konstanten Punkt, wo du jeden Tag hingehst, und das ist natürlich das komplette Gegenteil von dem, was man jetzt erlebt hat. Das wäre dann praktisch die Regie 1, ja? Das ist Ingo sein Reich. Hier nimmt Ingo immer auf. Der Vorteil natürlich ist ja schon so ein bisschen, ne, kann man ein bisschen was zeigen, großes Pult und so. Ja, viele Instrumente, viele Einstellungen, die Stimme zum Beispiel ja überhaupt nicht braucht. Ja, es sind ja immer nur so die Instrumentalisten, die sowas brauchen, ja. Dann kommen wir in die Regie 2, wo sich der Bernd befindet und jetzt ganz schnell. Der eine heißt Ingo und der andere heißt Bernd. Genau, Ingo und Bernd, und wenn man die zusammennimmt, ist es praktisch Beringo. Oder Bingo. Oder Bingo. Also ist hier noch, jetzt müssen wir auch wieder arbeiten, ja, liebe Kinder. Scheiße! Produzenten ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch menschlich versteht, weil man redet ja über Musik, und Musik ist ja auch immer was Emotionales. Man gibt halt seine Musik vor, und man will sie halt auch gut dann auf dem Band hören. Also was man sich halt so vorstellt. Und deswegen ist auch das menschliche Verhältnis zwischen den Produzenten auch sehr, sehr wichtig. Und da haben wir echt Glück gehabt. Also wir haben den gleichen Humor. Wenn wir kochen, dann sind wir echt so 11 Mann. So, jetzt koch mal für 11 Mann. Angenommen, du machst, also, deswegen gibt es auch oft Nudeln bei uns. Weil Nudeln mit Tomatensauce geht für 11 Mann meistens am einfachsten zu kochen. Aber Andreas ist ja da sowieso immer ein bisschen eigen. Mit seiner Makrele. Erzähl mal. Makrele. Also Tradition ist Makrele auch beim Mittagessen, dass Andreas immer sehr ausgefallen ist. Also da gibt es sowas wie sagt immer, ich Makrele mit Marmelade oder was, wie war das mal? Makrele. Kohlrabi heißt das. Ah. Witzig. Ist ja auch vieles spontan so im Studio entstanden, so ein paar Ideen. Also es war halt, das ist halt immer das Schöne, man hat so das Lied, man spielt das ein und weiß, naja, okay, im Proberaum hat man es so, und man probiert es halt dann wieder doch mal anders. Es hat immer so eine Frische und so eine Spontanität. Und das war, das finde ich, das hört man halt auch, dass so viele Teile im Prinzip so ein bisschen nicht so gesetzt sind, sondern einfach aus der Idee heraus, aus der Spontanität entstanden sind. Und das macht das, also finde ich zum Beispiel persönlich, sehr frisch und sehr live.
Und hier ist praktisch das, wo wir am meisten alles aufnehmen. So, natürlich, klar. Also ich bin ja sowieso immer hier drin, wobei Johannes ja auch gerne mal in der Regie gleich direkt ins Pult reingeht oder wie man das auch immer nennt. Ich tue jetzt mal so ein bisschen technisch. Ich kann jetzt euch nicht sagen, ich habe nicht sowas wie eine Gibson oder so, die ich spiele oder ein bestimmtes Schlagzeug oder irgendwelche Stöcke, sondern ich habe einfach nur ein Mikrofon. Ich kann euch auch nicht sagen, was das für eins ist. Diesmal war es, glaube ich, nicht so einfach wie beim Verschwenden der Zeitalbum. Da haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen einfach einen Songnamen. Diesmal wollten wir es uns, glaube ich, nicht ganz so einfach machen. Haben dementsprechend auch, glaube ich, mindestens 3 Monate überlegt, also seitdem wir, glaube ich, im Studio waren. Und haben dann mal so ein bisschen nach dem, wie nennt sich das, im Prinzip, weißt schon, nach dem Ausschlussverfahren. Ausschlussverfahren, das ist das, was wir gesucht haben, gesucht. Und letztendlich ist eins übrig geblieben, und zwar laut gedacht, weil wir haben uns gedacht, wir haben das ganze Album, hätten wir leise gedacht, gäbe es kein Album. Und da wären auch keine Songs drauf, die ihr hören könntet. Deswegen haben wir eben laut gedacht und haben das auf die Platte gemacht. Cool. Als das erste Album aufgenommen wurde, waren wir, würde ich jetzt mal persönlich sagen, also schon auf einem, also für uns persönlich relativ guten Stand, rein handwerklich für uns. Also wir waren damit zufrieden, sind es auch jetzt noch. Aber wir waren jetzt auch letztes Jahr viel unterwegs auf Festivals, haben ja eine verdammt lange Tour auch gespielt. Und da, gerade wenn man auch jeden Tag spielt, also wird man auch handwerklich also viel fitter und also gerade auch fingerfertigkeitsmäßig. Und man entwickelt sich auch weiter, man will ja auch besser werden. Auch Sachen, die man noch nicht kann, trainiert man sich an, um sich ja wirklich immer weiterzuentwickeln. Und das hört man, glaube ich, auch auf der Platte, dass jeder von uns sich auf seine Weise weiterentwickelt hat. Und das ist schon auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, das Instrumental. Jetzt momentan ist wirklich die spannendste Phase, wo man sich wirklich fragt, okay, jetzt sind wir wirklich gespannt, was sagen die Leute dazu? Aber vorher macht man einfach so, und ich glaube, erst wenn es fertig ist, hat man überhaupt erst die Zeit und überhaupt auch annähernd so den Kopf, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, während sowas entsteht, darf man das gar nicht. So, weil sonst, glaube ich, macht man nicht das, was so aus dem Bauch heraus passiert. Wir sind sehr stolz auf das, was jetzt im Endeffekt rausgekommen ist, auf die Lieder, die jetzt auf dem Album sind. Und das Witzige ist, dass man sich jetzt schon vorstellt, wie das dann live ist, wenn man irgendwie dann im Mai auf Tour geht und man stellt sich schon genau vor, okay, mit welchem Song könnte man anfangen und dann, was könnte man bei dem Song machen? Das ist so witzig, weil du hast schon wieder so ein Kribbeln in den Fingern, weil du dir schon wieder vorstellst, wie es auf Tour sein wird. Und wir freuen uns riesig, dann mit dem Album wieder auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ey, wir haben ein neues Album.